So, Freunde, es geht weiter. Von der Küste weg fahren wir rund 200 Kilometer und werden dann in Strömsund einen neuen Campingplatz beziehen. Wir nähern uns hiermit der norwegischen Grenze. Haben wir wohl mit Zitronen gehandelt. Die Brücke über den See bei Strömsund ist gesperrt. Bauarbeiten nur frei für Fußgänger und Radfahrer. Wir können von hier schon den Campingplatz sehen. Da drüben bei den Fahnen geht es links ab und schon wären wir da. Aber es gibt keine Möglichkeit, ohne einen riesen Umweg zu fahren, zu diesem Campingplatz zu gelangen. Also fahren wir weiter nach Norden, weil der Wildmarkswägen zieht uns magisch an. Wir fahren noch ca. 133 Kilometer bis Geddete. Da soll der nächste Campingplatz sein, nach dem, was unser Navi sagt. Vielleicht haben wir ja Glück und finden vorher einen und werfen dann dort den Anker raus. Weil wir ja eben schon 200 Kilometer gefahren sind und jetzt nochmal 130 zulegen müssen, haben wir uns entschieden, hier an einem Rastplatz mal stehen zu bleiben. Eine Tasse Kaffee und dann geht es nachher weiter. Da drüben hat Mieke ihren kleinen Laden. Da gibt es Marmelade und Saft zu kaufen. Sie war auch eben hier, hat das mal überprüft, ob da noch genug Vorräte sind. Und vertraut darauf, dass die Leute ehrlich sind und die Kasse auffüllen. Sie hat auch gleichzeitig da drüben geguckt, da ist ein kleiner Donnerbalken, ob da alles in Ordnung ist, ob da alles sauber ist. Wir haben uns entschieden, weiterzuziehen. Obwohl der kleine Platz am See als Minicamping ausgeschrieben ist. Und so sind wir doch in Geddete gelandet. Ich drehe mal eine Runde über den Campingplatz. Komm doch mit! Hier gibt es ein Observatorium. Ob die jetzt hier nur Sterne beobachten, ob man hier aber auch im Winter Polarlichter beobachtet, was ich vermute. Ich versuche mal, das rauszubringen. Ein moderner Schlitten erregt meine Aufmerksamkeit. Er wird von einem Schneescooter gezogen. Sicherlich eine spannende Angelegenheit. Wow. Wir haben heute am Pfingstsonntag
so richtig Aprilwetter. Dann regnet es, wenige Minuten später scheint die Sonne, dann stürmt es. Aber ihr kennt das ja selbst, wie das im April so aussehen kann bei uns. Das hält uns aber nicht davon ab, nachher mal ins Örtchen zu gehen. Wir schauen uns ein bisschen in Geddete um. Ich habe dann auch herausgefunden, dass das hier eine Sternwarte ist. Es werden Führungen im Observatorium angeboten. Leider nicht zu unserer Zeit. In Schwedens Norden findet man kaum ansprechende Architektur, eher Zweckbauten. So sind wir schnell durch Geddete. Wir haben von einem Wasserfall gelesen. Das Geddete gibt gar nicht so viel her. Drum haben wir gesagt, wir setzen uns ins Auto und fahren in die Wildnis. Wir sind ja schließlich am Wildmarkswägen. Ich stehe jetzt hier an den Helsingefallet, an den Helsingefällen. Und ich denke, das ist echt phänomenal hier. Hätte ich für Schweden gar nicht so verortet, dass es solch imposante Wasserfälle gibt. Die Gischt zieht hier hoch. Ich werde permanent nass vom Rücken her. Aber was soll's. Weiter unten haben wir einen Rastplatz gefunden mit schönen Sitzgelegenheiten und Möglichkeiten, Feuer zu machen. Das Holz ist auch vor Ort, direkt neben dem Flussufer. Hier zeigt sich wieder, dass es viel Glück braucht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Immer wieder reißt die Wolkendecke auf und die Sonne blinzelt hervor. So erhaschen wir dieses schöne Naturschauspiel. Kalt war es heute Nacht. 1 Grad nur. Aber die Sonne scheint. Das ist die Hauptsache. Und es soll heute auch wieder wärmer werden. Merklich wärmer. Der Wind ist nicht mehr so da. Und wir starten die nächste Etappe. Wir fahren weiter nach Norden. Wir fahren weiter den Wildmarkswegen. Weiter in die Wildnis. Und was uns da heute passiert, davon erzählen wir nachher. Und da sind wir extra früh aufgestanden, um nachher in der Schlange zu stehen. Wohl dem, der sein Sportgerät dabei hat.
verkürzt das Warten. Alle warten, dass das Männlein in der orangenen Mütze seinen Schlüssel zückt, während die Schlange immer länger wird. Als es dann Punkt 12 losgeht, lassen wir nach wenigen Kilometern die Karawane an uns vorbeiziehen. Das gibt mir Gelegenheit, diese Impressionen zu drehen. Traditionell wird dieser Streckenabschnitt des Wildmarks wegen über das Stekenjoch am 6. Juni, dem schwedischen Nationalfeiertag, eröffnet. Wir haben nur vorher nichts von 12 Uhr erfahren. Am höchsten Punkt sehen wir diesen Gedenkstein. Das Stekenjoch ist Schwedens höchste asphaltierte Straße. Wir sind hier bei ca. 850 Metern. Weiter geht's. Immer wieder legen wir kleine Stopps ein. 370 Kilometer sind lang. Unterwegs glauben wir einen Troll zu erkennen. Dann kommen wir zum Trappstegensforst. Der Name erklärt sich auch ohne Schwedischkenntnisse. Er ist ein Stufenwasserfall, in dem das Wasser des Kultsees in beeindruckenden Kaskaden hinabstürzt. Für 10 Meter Fallhöhe ganz schön imposant. Allein durch seine Breite wirkt er so magisch auf uns. Scheinbar gibt es doch Trolle. Oder täuschen unsere Sinne? Abends rollen wir auf dem Campingplatz Wilhelmina ein und finden einen schönen Platz am Seeufer des Volksschöne.
Am neuen Tag lassen wir den Campingplatz liegen und laufen nach Wilhelmina. Die Kirche ist das Ziel. Zu. Wir sitzen jetzt hier in Wilhelmina. Ich wollte euch mal wieder eine Kirche zeigen. Quatsch. Hier diese Kirche liegt sehr zentral. Hier oben in der Wildnis im Norden ist die Bevölkerungsdichte ja nicht so hoch. Und so kann man dann am Wochenende oder zu bestimmten Feiertagen von weit her, von den ganzen Dörfern, hierher zusammen zum Gottesdienst. Darüber stehen noch alte Gebäude, die als Unterkunft für die Nacht vor dem Gottesdienst dienten, weil viele Leute einen ganzen Tagesmarsch oder eine ganze Tagesanreise hatten, dann morgens zum Gottesdienst gingen und am nächsten Morgen dann wahrscheinlich wieder nach Hause gegangen sind. Daneben steht auch ein Museum, das leider auch zu hat. Das hätte mich mal interessiert. Da hätte es wahrscheinlich nähere Informationen gegeben dazu. Die Bevölkerung benutzte die Unterkünfte, weil sie gesetzlich zum Kirchgang verpflichtet wurde. Bei einem Großbrand 1921 wurden viele Häuser vernichtet. Anna Lovisa Wikström wurde 1889 in der Gemeinde Wilhelmina geboren und wurde als Sängerin Lapplisa bekannt. Sie war von 1908 bis zu ihrem Tode 1974 Mitglied der Heilsarmee. Wir strömen noch durch die Gassen und schauen dem Treiben am See zu. Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich.